Kann ich nicht einfach eine Granate? Da spielen wir mich jetzt gerade mobben, weil ich jetzt keine angeblich... Angeblich keine, Sammeln wir mal ein bisschen Eisen. Was für haben wir? Die Wächter fliegen dann die ganze Zeit entlang, ist mir egal. So. Aber das sieht schon geil aus, muss man sagen. Mit diesen Glaskuppeln hier. Das hat schon irgendwie, das hat schon ein bisschen was, ne? So, das soll ja auch alles nicht so eckig werden, sondern eher so... So eine Glasfront? Nee, oder? Ich bin da so ein bisschen unschlüssig, wie wir das machen für den Botaniker. Das ist schon irgendwie geil. Das macht schon ein bisschen was anderes her, wie dieses dämliche Kackgebäude hier. Was haben wir denn noch hier? Was ist das denn? Eine würfelförmige Innentür. Ach, eine Innentür ist das. Hallo? Eine Treppe. Der Botaniker braucht ja sowieso... Der braucht ja sowieso Platz, weil der muss ja... Wir müssen ja irgendwie die Landschaften irgendwie bewirtschaften. Das heißt, wir brauchen definitiv mehrere Etagen. Ich mach mal hier nochmal so... Wir brauchen Eisen. Ich habe gerade das ganze Eisen weggeschmissen. Ist mir egal, ich baue jetzt Eisen ab. Soll mein Wächter kommen? Den hau ich in die Schnauze. So. Hui! So. Was? Mord mit Aussicht? Schalte später wieder zu. Ja, okay. Alles klar. La 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 la. Ich war's nicht. Ciao. Wie viel Eisen wir hier doch... Toll, die Granate fliegt einfach mal in den Boden. Dann laden wir die Waffenladung noch auf, wenn die aufgebraucht ist. Wie war denn das nochmal? So, ne? War ich nicht. Ciao. Müssen wir so langsam mal genug Eisen jetzt haben, oder? So. Huch. Da war ich schon wieder irgendwo außer Range. So, dann gucken wir mal. Also, jetzt kriegt er erstmal nochmal zwei Räume. Dann kriegt er nochmal zwei von diesen kurvenartigen Dingern hier. Die Idee mit dem, mit der Kurve hier, mit der Kurve, finde ich irgendwie ganz geil. Ich probiere das mal. Gibt's das auch mit Fenstern? Anscheinend nicht. Okay. Ich bin noch nicht so froh damit. Warte mal, ich lösche das mal. Wie komme ich denn da rein? Ach, wie geil, man kann das Licht überall hin platzieren. Das ist ja cool. So, warte. Das natürlich mit den Fenstern ist natürlich total geil. Das finde ich irgendwie... Das finde ich irgendwie total mega. Machen hier mal so ein Guckloch und hier so ein Guckloch. Und hier vorne machen wir so eine Tür rein. Wenn ich jetzt weiß, wo die Türen sind. Hier, eine Tür. So, dann würde man hier reingehen. Natürlich mit Treppe. Alter, das sieht schon ganz anders aus, ne? Was? Kannst Fenster separat einbauen? Echt in die Kurven? Kann man separate Fenster einbauen? Ah, hör auf.
Warte mal. Hier. Kurve. Ich baue mir eine Kurve. Fenster. Fenster. Nee. Ja gut, hier höchstens so kleine, so. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es dann eine weitere Etage geben. Ne, der Typ sitzt dann hier so tralala, pipapo, mit Dekoration und alles. Ich hole den Typen mal. Ich baue den mal eben ab und baue den dann auf. Ne, gibt andere. Achso, da habe ich wahrscheinlich den Bauplan noch nicht dafür. Kumpel, ich muss dich mal eben löschen. So, zack, ciao. So, wenn wir schon einmal im Baumodus sind, können wir den direkt platzieren. Ah, das wird schon geil dann, ne? So, Landwirtschaft. Ne, Technologie. So, hier, Landwirtschaftsterminal. Wo sitzt der denn dann? Der kriegt einen Spezialplatz. Das ist noch nicht alles. Warte mal. Ich baue nochmal eine Ebene. Das ist natürlich auch geil. Man kann voll damit so einen Tunnel bauen auch, ne? Das ist ja mega. Das lässt den Raum irgendwie größer wirken. Warte mal. Ich weiß natürlich nicht, wie das von außen aussieht. Aber das finde ich schon echt geil. Also das macht unheimlich was her, muss ich sagen. So, warte mal. Wo haben wir denn die Treppe? Da ist die Treppe. Wenn du dann hier nach oben gehst. Ich übertreibe gerade mal wieder voll, muss ich sagen. Und hier in der Mitte der Typ dann steht oder keine Ahnung. Alter, ich bin schon wieder bei Dekoration gerade. Weil mir fällt gerade was ein, was man hier jetzt schön bauen könnte jetzt. Was ist so ein Pult irgendwie? Keine Ahnung, tralala. Na, hier so ein Empfangspult. Kann man da auch die Farbe ändern? Keine Ahnung, so grünlich? Warte mal, geht das überhaupt? Ich mach mal pink. Ach, das geht. Ach, krass. Ach, krass. Okay, dann machen wir es grünlich. Ne, wir sind ja hier sowieso. Sowieso hier in diesem Dingsbereich. Ne, da ist alles grün. Und was ist das hier? Das ist eine Verschönerung. Ah, Verschönerung. Zum Beispiel hier Dekoration, Pflanzen und so. Damit man hier so ungefähr so denkt, ah ja, Pflanzen, tralala und alles. Das ist schon geil. Da kann man schon echt tolle Sachen mitmachen. So hier in der Ecke zum Beispiel so eine Pflanze. Das macht echt Spaß, muss ich sagen. Das macht echt Laune. So. Ich dekoriere schon. Ich bin mit dem Gebäude noch gar nicht fertig, aber ich dekoriere schon. Komm, wisst ihr was? Wir machen erstmal das Gebäude fertig. So. Da geht's noch weiter. Da geht's auch weiter. Dann geht's auch weiter. Genau, hier ist ja die Treppe dann. Dann kommst du hier hoch so. Tralala. Und dann möchte ich hier gerne einen Boden haben. Bodenplatten gibt's doch auch, ne? Oder? Boden. Dazu muss ich aber erst, glaube ich, das wegmachen, ne? Genau. Wir haben kein Eisen mehr. Okay, nicht genug Ressourcen. Für den Boden auch nicht. Aber das ist schon geil. Das macht schon mega Laune. Haben wir denn noch Glas? Nein, wir haben auch kein Glas mehr. Wir können mal wieder Glas bauen. Ich hoffe, wir haben noch genug. Produkt hergestellt. Produkt hergestellt. Aber warum kann man denn Glas nicht stapeln? Das finde ich irgendwie. Finde ich irgendwie sehr merkwürdig, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, Kohlestoff kann weg. Ich erstelle nochmal Glas ein bisschen. Was haben wir? Und wir brauchen wieder Eisen. Juhu! Ich glaube, wir sollten mal eine Eisentour angehen. Das füge ich mal rüber. Das auch. Antrium auch. Nantithaufen. Das, was wir nicht brauchen, das füge ich mal rüber.
Wir brauchen jetzt momentan nämlich mehr Eisen wie alles andere. Die galvanische Zelle kann auch ins Schiff. So, dann gehen wir mal ein bisschen Eisen farmen. Komm. Wir haben ja genug hier auf unserem Planeten. Nein, einfach gelöscht. Wie nein, einfach gelöscht? Was denn? Ja, ich lösche das einfach. So. Ach, wie gut, dass es überall Eisen gibt. Ist ja, wollte ich gerade sagen, medium rare. Ist ja überall zu bekommen. Das ist ja das Schöne daran. So. Waffenladung aufgebaut. Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich brauche eigentlich nur noch... Warte mal. Mir fällt gerade was auf. Und zwar, warte mal. Ich muss mal eben kurz hier schnell... So, jetzt ist so... Waffenladung aufgebraucht. Ach so, wir brauchen Kohlestoff. Ich bin so schlau. Und ich habe gerade Kohlestoff weggeschmissen, ne? Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. Und ich habe natürlich... Ratamium geht auch, ne, oder? Ja, Tamium geht auch. Ich bin so schlau. Eisen! Ich brauche eine Menge Eisen! Kriege ich dadurch mehr oder weniger? Oder ist es das Gleiche? Würde mich mal brennend interessieren. Ich verschönere mal eben die Landschaft, würde Tina Wittl auch sagen. Nehmen wir mit. So. Da geht einfach mal die Granate durch den... Da gehen die Granate einfach mal in den Boden rein. War ich nicht. Hat er nicht mitbekommen. Hat er nicht mitbekommen. Hat er nicht mitbekommen. Das Schöne ist, wir haben sogar nebenan direkt eine Höhle. Das heißt, wir können da auch ein bisschen sammeln und forschen. So. Das dürfte erstmal reichen. Ah, das sieht schon geil aus. Weil ich mir das vorstelle, hier ist unser Botaniker. Na? So, jetzt würde ich gerne nochmal eben... Ich glaube, ich mache... hallo? Wieso kann ich hier keine Fenster einbauen? Das ging doch gerade noch eben. Okay, dann nicht. So, aber die Treppe brauche ich. Wo ist die Treppe hin? Treppe! Da. Der Eingang. Den brauchen wir noch. So. Dann geht's hier hoch, genau. Dann habe ich mir vorgestellt, man geht hier hoch. Dann brauche ich jetzt den Boden. Da. Genau. Hallo? Hallo, Boden. Ich brauche... Wieso kann ich... Wieso kann ich hier... Ach doch. Ah, jetzt geht's. Hä? Wieso ist der Boden höher wie... Ich frage es gar nicht. Kann man denn so eine Art Geländer bauen? Das wäre noch geil. Wie ungültige Position. Ich gebe dir gleich, deine Mama ist eine ungültige Position. Entschuldigung. So. Und hier jetzt... Ach, das ist eine Innentür. Ich bin so schlau. Und hier vielleicht jetzt nochmal diese Wölbungsdinger vielleicht, obwohl... Nee. Weil hier oben soll dann der Bereich sein, wo man dann halt, wie gesagt, Ich kann hier gar nicht weiterbauen. Warum? Nicht, weil da unten wahrscheinlich diese Dings ist. Also müssen wir in die Richtung bauen.
Ob das reichen wird? Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal aus. Ich weiß nicht. Boah, das ist schon geil. Ohne Spaß, das ist mega. Das macht echt Laune. Ja, ja. Mal Fenster hin. Zack, zack. Ah, das ist schon cool. Das ist schon echt geil. Das macht schon echt Laune. So, da hinten machen wir auch Fenster. Machen wir so Bullaugen rein. Wir asen mal so ein bisschen damit. Aber wie sieht das denn jetzt aus? So, jetzt haben wir hier oben. Jetzt können wir doch hier eigentlich unsere Landwirtschaftstechnologie können wir doch pflanzen, oder? Wir brauchen dafür ein Energie... Was? Energiegel. Ach, verdammt. Aber man könnte hier jetzt sagen, wir machen jetzt hier unsere... Unsere neue... Warte. Hallo? Quasi hier unsere Farm hin. Damit wir hier farmen können. Wir brauchen Zink. Mist. Verdammt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das geil wird. Das wird schon... Also es wird schon richtig geil. Wenn man das noch richtig schön dekoriert und alles hat, dann sieht das schon... Sieht das schon geil aus. So, wo war denn jetzt Zink? Ist das in Gelb drin? Zink gewesen? Ja, sehr schön. Wir haben noch genug Zink hier. Ach, guck mal, hier mit so einem Vordach. Ach, das ist ja cool. Also, das hat so viel mehr Spielwert jetzt, das Spiel. Ne? Das ist ja unglaublich. Und wenn der Typ gleich noch hier reinkommt, mit seinem Gequatsche. Wow, wow, wow. So. Einmal. Hallo? Einmal drehen, zweimal. Und dann kommt noch da einer hin. So. Das dürfte erstmal reichen. Für unser Botanikum. Genau, und jetzt würde ich mal gucken, kann man denn hier Lichter? Sind die Lichter denn... Grün. Können wir gar nicht bauen, okay. Aber Dekoration wäre ganz cool. So, was haben wir denn hier alles? So. Ich würde gerne hier noch so ein bisschen dekorieren, damit das so ein bisschen so nach was aussieht. Was ist hier? Irgendwie so ein... Okay. Ein... Keine Ahnung, ein Pult. Ich weiß nicht. Auch hier, Schränke. Wie rum ist denn hier richtig rum? Mach die Schränke mal hier hinten hin, damit es so ein bisschen aussieht, als würde hier gearbeitet werden. Hier kommt ein Schrank hin. Hier kommt ein Schrank hin. Eine Kiste. Hier ist noch ein Banner. Ach, geil, ein Banner. Warte mal. Kann man hier... warte mal. Hallo? Boah, das ist ja cool. Das ist ja mega. Alter, das macht ja voll Laune. Geil. So, weitere Dekoration. Wir waren... Alter, Flaggen gibt's auch. Ich bin der Botaniker. Stühle haben wir auch. Ja, so Wartestühle wären doch mal ganz cool, oder? Kann ich ihn drehen? Vielleicht hier so eine Sitzlounge. Irgendwie vielleicht einen hier hin. So, warte. Hier hin. Tisch haben wir bestimmt auch, ne? Ja, hier. Hier so eine coole Sitzlounge. Boah, das ist ja mega. Alter, wie viel Spaß das macht. Juhu. Geil. So, was haben wir noch? Hey, so ein Raumteiler. Was ist das hier? Tech-Bedienfeld. Ein funktionsfähiges Tech-Bedienfeld für dekorative Zwecke. Mhm. Wandbildschirm. Aber hier ein Wandbildschirm hin vielleicht. So. Oh, eine Lüftung. Lüftung ist auch gut. Das können wir mal hier hin machen. So dekorationsmäßig. Damit es aussieht, als ob hier auch die Belüftung funktioniert.
Nur so als Deko-Zweck. Ich sehe, wie gut, dass ich durch die Sonne gerade nicht sehe, wo ich baue. Ach da, okay. So, warte. Und wir sind ja immer noch im Bereich der Dekoration. Das heißt, man kann hier auch Blumenkübel hinhängen. Das ist ja geil. Das ist ja mehr. Alter, das hat so viel mehr Spielwert. Das ist unglaublich. So, die Kisten kommen hier hin, so ein bisschen. Hier können wir zum Beispiel sogar noch ein Bett bauen. Wir können sogar einen eigenen Schlafraum dann bauen. Das ist ja geil. Hier auch nochmal so dekorationsmäßig so ein Wägelchen hin. Vielleicht hier auch nochmal. So. So, und jetzt kann man hier schon mal gucken und es sieht schon... Das sieht schon geil aus, ne? Jetzt ist die Frage, der Typ oben... Ne, der Typ, wenn dann eher hier hin, ne? Pass auf, ich lösche das nochmal. Ich werde den Typen nämlich dann, glaube ich, hier hinbauen. Wo ist der jetzt? Warte. Hier. Weil den muss man nämlich auf... Den muss man nämlich auf einer Wand bauen. So. Ja. Das heißt, wir können aber trotzdem noch dekorieren, ne? Wo waren jetzt die Wandkübel gewesen? Hier waren die Schränke. Kann ich hier so einen Schrank hinbauen? So, der andere Schrank kommt hier hin. Dann, was haben wir noch hier? Genau, der Wandbildschirm. Dann machen wir hier einen so einen Blumentopf hin, fertig. So. Wenn ihr reinkommt, sitzt der da. Warte mal, kann man... Ich probiere mal was. Wenn wir schon mal Dekoration und Tisch sind, kann ich den Tisch eben vor der Nase stellen? Dass das trotzdem dann funktioniert. Warte. So. Hallo, mein Freund. Ah, das geht sogar. Das ist ja cool. Weil ich wollte gucken, ob das funktioniert. Also man muss natürlich ein bisschen beiseite stehen, also nicht mittig. Oder? Ja, doch, geht auch. Aber das ist natürlich mega. Das macht natürlich viel mehr Spaß dann so. So, hier ist die Ecke, ist noch so ein bisschen leer. Hier könnte man noch ein bisschen was dekorieren. Ich weiß nur noch nicht genau was. Vielleicht hier so ein... Vielleicht so ein bisschen hier so zur Schaustellung irgendwie. So ein paar Dings, so ein paar Blümchen. Hier auch vielleicht. Warte mal, huch. So. Ah, hier so ein Standterminal, wo man sich dann vielleicht informieren kann, was hier gerade abgeht. Und hier ist auch nochmal so ein Terminal, das kann man dann irgendwie so vielleicht hier hinstellen, so ein Informationsterminal. Warte. Vielleicht hier so hin. So. Alles in grün natürlich, weil hier alles, wie gesagt, landwirtschaftsmäßig abgeht. Ah, das ist schon... Also, das ist schon geil. Also, das gefällt mir schon echt gut. So. Jetzt haben wir das wenigstens... Also, kommst hier rein, ne? Tralala, dann sitzt der da, der Typ, lalala. Kannst mit ihm quatschen. Und dann musst du natürlich oben, ne? Oben natürlich hier diese Biom-Tralala-Klamotten. So. Und hier können natürlich auch ein paar Aktenschränke stehen und alles. Ne, weil hier ja gearbeitet wird. So, mal gucken. Können wir vielleicht noch so einen Banner hinhängen? Boah, das macht so viel Spaß. Das ist ja voll geil. Ich kann gar nicht aufhören, damit zu spielen. So, huch. Okay, man fällt schnell runter. Vielleicht hier nochmal irgendwie so zu Terminal-mäßig irgendwas hin, damit das so aussieht, als wenn... Natürlich nur zu Dekorationszwecken. Aber ich finde, das macht auf jeden Fall schon was her. Das sieht dann schon mal ein bisschen wieder irgendwie nach was aus. Als würde hier irgendwie echt was funktionieren. Oder irgendwie das wirklich, also lebhafter alles sein, wenn das dekoriert ist. Als wie wenn du da nur so einen komischen Klotz hast. Also das macht das schon um einiges attraktiver, finde ich. Um einiges. Und jetzt auch mit den Fenstern. Ich bin so froh, dass wir endlich Fenster haben.
So, warte mal. Was haben wir denn noch hier? Ja, einen Tisch, glaube ich, mit Stühle brauche ich, glaube ich, hier nicht. Ne? Nö, das ist Besprechungsraum, glaube ich, nicht. So, hallo Zeus, ich grüße dich. So. Ja, dann haben wir soweit den Typen hier. Ich würde gerne außen noch mal ein bisschen was machen, ein bisschen verschönern. Vielleicht noch mal ein paar Lämpchen oder so. Boah, sieht das geil aus. Also, das sieht definitiv schon mal anders aus wie die Barrikade. Muss man ja mal sagen, ne? Das hat schon ein bisschen mehr Wert. So, haben wir denn so Lampen oder sowas? Ah, hier, guck mal. So. Guck mal, sogar grüne Lampen. Für nachts. Machen wir mal. Ach, nicht genug Ressourcen. Achso, Iridium brauchen wir. Ach, man braucht für jede Lampe andere. Ach so. Aber hier so ein Ding kann man doch hinstellen, oder? Hier. Da ein Lämpchen hin. Vielleicht hier so ein Lämpchen hin. Das, Alter, das ist so geil. Das ist ja mega. Hier kann man zum Beispiel auch jetzt so ein No Man's Sky Logo dran machen. Hier vielleicht so. Machen wir mal. Kostet Eisen. Warum auch immer das Eisen kostet. Ich habe keine Ahnung. Container.